Hallo, Bürogemeinschaft Rübi Oschwald. Halt so ein richtiges Wirtshaus am Walsee, rustikal, Gaststätte, und warum nicht das in einen Club transferieren? Und rustikal, urig, naturnah, daher der Name Root Down, die Wurzel runter. Und war eigentlich eine ideale Location für uns, das dort zu machen. Also die Gast-DJs, die weltweiten Gast-DJs zum Beispiel aus Tokio, die sind alle immer sehr begeistert und überrascht, so mitten im Wald in so einem deutschen Wirtshaus da einen Club quasi stattfinden zu lassen, und fanden das immer super. Vor allem im Sommer kommt es dann richtig zur Geltung mit dem Biergarten draußen, mit dem Tretbootverleih, und die fanden es immer so ein bisschen andersartig als die normale Disco. Also Oschi macht das ganze Künstlerische, also die Deko, jedes Mal aufs Neue, und die Flyer und Plakate, und dann auch noch so, er hält quasi den Mitarbeiterstab zusammen, also die Türsteher, Kassenpersonal und Flyerverteiler. Also die Flyer und die Poster, wir waren damals viel auf Flohmärkten unterwegs und haben da auch unsere Wohnung auch dementsprechend ausgestattet mit diesem 70er, würde ich sagen. Und das hat sich so in dem ersten Flyer so manifestiert. Das war so eine Dame aus dem Neckermann-Katalog, aus einem Burda-Katalog, die einfach eine etwas obskure Frisur hat und die uns allen sehr gut gefiel. Bei den Plakaten hat es auch dann entwickelt, dass es in vielen WGs dann hing, dass man immer gehört hat, das hängt bei uns zu Hause auf dem Klo, das hängt bei uns im Flur, und kannst du mir oder könnt ihr uns Flyer mitbringen, Plakate mitbringen. Musikalisch hat sich schon einiges getan, wobei die Roots nie vergessen worden sind. Also ich fing damals an, eigentlich mehr so sogenannten Acid Jazz aufzulegen, also Jazz, Soul, Funk, Latin und Brasil. Man würde mal sagen, so 60% alte Sachen. Und er hat sich dann, damals war auch Mixen nicht die Priorität, da ging es darum, gute Stücke zu spielen und irgendwie so den Leuten allerlei Stile vorzustellen. Und über die Jahre habe ich dann auch das Mixen gelernt. Und damit hat sich auch die Musik so ein bisschen gewandelt. Also House und so, was früher Schimpfwort für mich war, wurde dann integrer Bestandteil des Abends. Und inzwischen lege ich eigentlich, sage ich mal, so 70% neue Sachen auf. Und so gegen Schluss oder am Anfang dann immer wieder die Root Down Classics, also die alten Sachen. Nach 10 Jahren Root Down, durch das, dass man selber auch Familie hat, bin ich jetzt oftmals auch nicht mehr so ganz so tief im Partygeschehen, wie es damals war. Also damals war ich eigentlich meistens mit dem Rainer zusammen und mit Freundinnen, die letzten, die da von dannen sind. Das hat sich schon ein bisschen verändert, aber das ist, glaube ich, eine altersbedingte Sache, dass man einfach 10 Jahre älter wird. Die Partyleute, die da mit Spaß hingehen, einfach 10 Jahre jünger mittlerweile. Ich habe mir da jetzt keine Ziele gesteckt, wann ich aufhöre, also das wird sich dann entscheiden. Also ich kann mir durchaus vorstellen, auch mit 50 noch hinter den Plattentellern zu stehen.
Aber ich sage einfach, mit zwei offenen Ohren durch die Welt gehen und nie die Wurzeln vergessen. So.